So, nächste Runde Savarium Chemiefabrik Team Deathmatch. Ich denke, das ist eine Map für die Maschinenpistole, also die MP5. Ich denke schon, dass wir uns mit der im Close Quarter Bereich bewegen sollten. Kurz reingucken, wir haben ein Team, die Gegner haben ein Team, wir haben nur ein Bot. Ja, wir bleiben im Close Quarter Bereich einfach mal. Und mit der MP5. Ich denke, das sollte auf dieser Map gut machbar sein. Das ist auch die Map, für die ich am... Oh, lol, da wollte ich ja nicht runter. Wo ich am liebsten mit Pistolen spiele. Eigentlich habe ich rein EU-Server gesucht. Mal sehen. Wir haben hier viele Nicht-EU-Leute dabei. Aber es ist auf jeden Fall ein EU-Server. Der Ping sieht in Ordnung dafür aus. Was? Ich hab den gar nicht gesehen. Wo zum... Okay. Den habe ich absolut nicht gesehen. Wow. Beginnt gut. Den habe ich gesehen, aber mit dem kann ich mich nicht auf dieser Range nicht anlegen. Ja, gut. Ich habe das Gefühl, dass... Yo, 100er Pinger hat der. Wow. Okay, die ersten zwei Runden Spawns liefen nicht gut. Komm, jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren. Gibt einen Grund, warum ich TDM eigentlich nicht mehr spiele. Aber da ich nur abends zum Spielen komme und dann die Server schon fast leer sind. Da lief gerade einer. Glaube, hier oben sind noch mehr. Ah, ja, hier oben sind. Okay, wir covern unseren Buddy ab. Oh mein Gott, das war eher schlechter als recht, aber wir haben ihn bekommen. Okay, wir haben ein paar bei uns im Spawn und wir haben auch welche bei ihnen im Spawn. Wow. Wie viel Leben hatte der denn da oben noch? Das ist jetzt eine Frage, die wirklich essentiell wichtig ist. Weil ich habe ihn ziemlich gut getroffen. Oh fuck, da war einer. Ja, komm rüber, okay.
Können wir so jetzt über zwei Seiten vorgehen? Gut, er hat mich echt gut gecovert. Wir haben zwar da hinten jetzt im Spawn einen, aber darauf wollte ich jetzt nicht schießen mit der Waffe. Das ist nämlich am Ende des Tages eine Maschinenpistole, kein Sniper. Lieber rein. Da ist auch niemand zu sehen, okay. In meiner Ansicht ist es dumm, so weit in den Spawn zu gehen wegen dem Spawnschutz. Aber die Gegner campen auf jeden Fall auch bei uns im Spawn. Ah, da, den kriegen wir nicht mehr. Oh mein Gott, den haben wir bekommen. Aber da war noch einer. Darauf lasse ich mich nicht ein, aber... Verdammt, die Blendgranate wollte ich nicht werfen. Oh, ich kann den nicht durchschießen. Und wo kam der denn? Wie kommt man da hin? Ach, der ist wahrscheinlich innen raufgelaufen. Ich kann mir nämlich, ich kenne keinen anderen Weg außer von, also außer vom Gerüst selber da rein, also von dem Raum. Das heißt, der ist einmal unten rumgelaufen. Hätte also nicht rauspushen sollen, versuchen ihn zu kriegen. Oh mein Gott, wie habe ich das denn überlebt? Ich meine immerhin, ich habe immerhin nur eine MP5, kein Sturmgewehr. Und der hat mich ordentlich gut getroffen. What the fuck? Da wurde ich etwas zu hart gewallbankt, aber ich habe dafür gesorgt, dass unser Team da hochkommt. Also unser Teammate, das da oben sichern konnte. Das hat mich gerade etwas mehr schockiert, als es sollte. Ich weiß, dass man hier wallbanken kann. Ich weiß, dass meine Waffe das nicht kann, also nicht wirklich. Oh, verdammt. Keine Chance gegen eine Scar. Ach, den hatte ich das letzte Mal doch in meinem Team. Glaube ich zumindest. Okay, was machen die Leute mit diesem mega schnell manchmal umlaufen? Warum kommt mir jetzt nur so voll, als ob die mega schnell sind? Ich treffe mit der MP5. Nicht gegen Gewehre. Da saß sogar einer mitten auf dem Feld, den habe ich gar nicht gesehen. Also absolut null. Gar nicht. Ja, was ist... Also die campen die Spawns ab? Also die campen wortwörtlich die Spawns ab. Ich will den versuchen zu pushen. Wow. Gott sei Dank, den treffe ich nicht, aber es hat mir ein Kollege geregelt. Das war eine Scar schon wieder schallgedämpft.
Okay, der ist über dem Meer. Der auch. Wow. Wie der mir einfach so easy nochmal einen mitgegeben hat, ey. Aber wie der es mit 4 Leben überlebt hat, das finde ich jetzt auch mal wieder nice. Also ich krieg keine gute Runde mit der MP5 hin. Beziehungsweise, ja, ich glaube, das ist an der Uhrzeit, weil jedes Mal, wenn ich zur Varium zu einer angenehmen Uhrzeit, zum Beispiel Nachmittagsspiele, da geht's einfacher. Also gegen späten Abend, so 1 Uhr nachts oder so, dann kannst du knicken. Wo sitzen die denn? Ah. Schlimm genug, dass wir unseren eigenen Spawn säubern müssen. Das war von mir total verämmt. Da habe ich einmal zu schnell nach links gezogen. Zu einer der beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob ich nach links oder rechts gezogen habe. Das liegt nicht daran, dass ich eine Links-Rechts-Schwäche habe. Das liegt daran, dass ich gar nicht mehr mich dran erinnern kann. Gerade. Alter! Ja gut, ein AK ist bei weitem stärker als meine Waffe, aber seine Rüstung ist nubig gegen meiner, glaube ich. Ich glaube, meine ist höher, aber ich habe keine Chance gegen den. Ich muss gerade mich überlegen. Also ich glaube nicht. Genau aus dem Grund will ich kein TDM. Geht doch. Ah! What the fuck? Sich da gerade was bewegt? Bin ich da einfach so durch die Wand angeschossen? Ja gut, mein Rucksack hat durchgeguckt. Ich weiß, wie das funktioniert. Komm schon! Geht doch. Super, letzte Heilung. Der ist einmal durchgelaufen unten lang. Okay, Rauch. Auch ist immer so ein bisschen und like it. Gut. Mein Ohr juckt, das ist gerade echt mieser Zeitpunkt dafür.
Ja, von allen Seiten. Okay, das war natürlich... Ah! Ah, da fällt mein Stuhlkissen runter. Komm jetzt erstmal auf meinen Schoß. Und die Runde ist eh zu Ende. Ja gut, beide Runden zusammen sind akzeptabel. Beide Runden zusammen nehme ich für diese eine Runde von Zervarium. Das ist mein MP5. Ist nicht die beste natürlich, aber beide Runden zusammen sind in Ordnung. Nächstes Zervarium-Video hier, Live-Gameplay. Hohenzollerbrücke, Köln. Welche Waffe ich spiele, bin ich mir noch nicht sicher, bin am überlegen. Waschen die MP5. Oh, geht schon los. Okay, dann gehen wir mit der MP5 rein. Und schauen mal. Da vorne wird direkt vom Gegner eingenommen. Okay, da haben wir den ersten. Hab eine Blendgranate. Oh mein Gott. Den habe ich nicht realisiert, dass das ein Gegner war. Das war nicht schlecht von ihm. Gut, dann schauen wir mal weiter, ob dies diesmal besser läuft. Da muss ich niesen. Gut, zum Glück habe ich mich gemutet. Ich musste tatsächlich niesen. Oh mein Gott, von der Seite. Scheiße, sorry. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, ein Schuss hat gefehlt, wie er auch das überleben konnte. Wirklich lucky, Mr. Farmers. Aber gut, machen wir es besser diesmal. So. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob die Maschinenpistole die beste Wahl war. Ist auf jeden Fall nicht die schlechteste. Das ist nur die Frage, ob die MP5 die beste Wahl war. Gibt bessere Maschinenpistolen. Gut, die ist geil. Der sitzt wirklich die ganze Zeit da in der Ecke. Ah, okay. Verstehe, wie das läuft bei dem. Vor allem, der hat eine sehr starke Waffe sogar. Also theoretisch, er müsste da nicht hocken. Er könnte pushen und aggressiv sein. Aber Leute, die so defensiv spielen wie er, haben ein bisschen Angst, glaube ich. Gut, dann hauen wir nochmal eine Flash raus. Also Granaten werfen kann ich gar nicht mehr in dem Spiel mittlerweile. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber irgendwie kriege ich das nicht mehr hin. Ah, den haben wir gut bekommen. Nicht sehr viel Leben verloren, sollten wir trotzdem heilen. Ja, wir sollten versuchen, C zu kriegen irgendwie. Oder B halt. Verdammt, oh, muss nachladen. P90, okay. Keine Ahnung. Wo der mit seiner P90 hin ist. Ich weiß nur, dass hier mehrere sind.
Den haben wir. Auf der Seite ist auch noch jemand. Oh mein Gott, wir brauchen ein Medkit. Wir müssen zurückfallen und uns versorgen. Die Runde wird zwar kein Sieg, aber hoffentlich schaffen wir das hier. Trotzdem irgendwie. Gut, da oben sitzt niemand, ich dachte gerade. Vielleicht saß da doch jemand, weil ich habe hier kurz danach bei mir Schüsse anschlagen gehört. Oh mein Gott. Der war nicht geblendet. Der hat mich fertig gemacht, das erste Mal. Da hatte der P90-User das erste Mal Luck. Gegen mich. Sicherheitshalber werfe ich aber trotzdem noch mal eine rein. Ah, schon wieder nicht, oder? Nee. Nein. Hat aber mein Buddy geregelt, okay. Dann hopp. Weiter, weiter, weiter. Wir verlieren diese Runde. Ich komme auch nicht, also alleine traue ich mich auch nicht, einen dieser Punkte einzunehmen. Oh mein Gott, wir haben jetzt erst den Krieger? Schlecht. Na gut, das haben wir gerade so überlebt. Oh meine Fresse. Ja gut, für einmal anschießen aus Versehen, dann mich gleich umhauen. Das ist schon Bullshit, aber soll er machen. Aber sie sind geblendet, Leute. Pusht! Pusht, sie sind geblendet. 20er Bomb werde ich nicht mehr hinkriegen. Nicht mit der Waffe hier. Alter! Okay, das ist... Ja, ich sehe schon, das ist mein Fehler. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht mehr dran gewohnt, wie schlecht man die Teammates sieht. Ich habe einfach zu lange das Spiel nicht mehr gespielt. Ja, und auch die Gegner, die verschwimmen wirklich wunderbar mit der Spielwelt ein. Also das ist wirklich gut gemacht in Zervarium. Das ist auch das, was ich bei Hans so geil finde, dass man wirklich am helllichten Tag im Gebüsch sitzen kann und man nicht entdeckt wird. Da guckt man einmal zur Seite und dann kommen die um die Ecke, aber gut, ich... Scheinbar ist die Farmers extrem stark, die sehe ich ja das erste Mal in Action. Viele benutzen sie. Ich glaube, hier draußen muss ich ein Doppel... Da oben saß einer.
Ich muss noch eine zweite Runde hinten dranhängen. Sonst ist das sehr unbefriedigend. Was? Okay, super. Ich hätte vielleicht sogar einen bekommen. Das ist aber auch eine dumme Idee, so zu snipen. Auf dieser Position. Ja. Okay, den haben wir weg. Na, dann versuchen wir es zu bekommen. Alter, da ist in meine Granate reingelaufen. Wieso werde ich dafür bestraft? Ich habe meine Granate in Richtung der Gegner. Ich habe zu lange kein Savarium mehr gespielt. Ich muss wirklich öfter Savarium spielen. Also, die Felds, die ich hier mache, sind ja heftig. Und auch mein Rückstoßkontrolle ist heftig. Okay, das kann auch am Team liegen, dass mein Comeback zu Zervarium auch teambasiert ist, weil ich habe das Gefühl, normal teilt man sich viel besser über die Map auf. Hier teilt sich keiner irgendwohin auf. Oh Mann. Ja, da habe ich gerade veraimt, weil ich hatte so ein Gefühl, als ob ich gleich einen Krampf im Arm kriege. Was ich noch nie hatte. Ach Mann. Ich hänge hier auf jeden Fall noch eine zweite Runde ran. Oder das hier ist die zweite Runde, je nachdem wie gut die andere Runde wird. Alter, die P90 ist wirklich overpowered. Was hat er denn da für Werte drauf? Tatsächlich keine Werte, die jetzt so dermaßen einen Unterschied machen. Außer da wurde... Ja. Das war's. Also so wie ich das hier gerade auch sehe, wie die spielen. Nee. Man muss erstmal wieder reinkommen. Die haben uns im Spawn drin. Der Kerl mit der P90 war am Anfang nicht so gut. Den habe ich am Anfang easy im One-on-One fertig gemacht. Okay, dann nächste Runde.